Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium, aber natürlich auch an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Zu dieser Veranstaltung haben wir gemeinsam eingeladen mit dem Molden Verlag aus Wien. Der Anlass ist eine Buchpremiere. Herzlich begrüßen möchte ich den Autor des Buches, Professor Dr. Peter Longerich aus München, der sein neues Buch vorstellen wird, mit dem Titel Außer Kontrolle, Deutschland 1923. Herzlich begrüßen möchte ich auch Frau Dr. Eva Maria Schnur, die mit Herrn Professor Longerich über sein Buch im Gespräch sein wird. Und herzlich begrüße ich schließlich Herrn Stefan Schlögel, der Programmleiter des Molden Verlags, der gleich noch ein Grußwort an uns richten wird. Im kommenden Jahr, am 8.9. November 2023, werden sich die Tage des sogenannten Hitlerputsches zum 100. Mal jähren. Dieser Putsch, der in München stattfand, kann als Kulminationspunkt in einem Krisenjahr bezeichnet werden. Und auf dieses Krisenjahr 1923 lenkt Peter Longerich seinen Blick. Er zeichnet die Chronologie des Jahres nach und befasst sich außerdem mit den Folgen, dem allmählichen Aufstieg des Nationalsozialismus. Unsere Arbeit im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors ist durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen bestimmt. Dabei richten wir den Blick auch auf die Anfänge der nationalsozialistischen Bewegung. Der Hitlerputsch im November 1923 wird heute auch im Kontext anderer Angriffe von rechts auf die Weimarer Republik und auf demokratische Politiker zu verorten sein. Die deutsche Demokratie stand im Herbst 1923, 5 Jahre nach ihrer Gründung, unmittelbar vor der Umwandlung in eine Diktatur. Dies ist der erste und auch erschreckende Satz von Peter Longerich in seinem Fazit. Er macht die bereits im Jahr 2023 vorhandene massive Gefährdung der Demokratie deutlich. Wir haben uns dies vor Augen zu führen, wenn wir im nächsten Jahr an einen weiteren Jahrestag erinnern werden, die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 vor 90 Jahren. Knapp 10 Jahre trennen den gescheiterten Hitlerputsch 1923 von der erfolgreichen Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Deren Folgen, wir wissen es, war die Etablierung einer Terror- und Gewaltherrschaft, die schließlich in den Zweiten Weltkrieg mündete. Ich möchte Ihnen nun Frau Dr. Eva Maria Schnur vorstellen. Frau Dr. Schnur ist Historikerin, Redakteurin beim Spiegel und Leiterin des Ressorts Geschichte. Zuvor arbeitete sie als freie Journalistin, unter anderem für Zeit und Stern. Sie ist Herausgeberin bzw. Mitherausgeberin verschiedener Spiegelbücher. Einen Titel möchte ich in unserem Kontext besonders hervorheben. Es ist das im letzten Jahr erschienene Buch Deutschland in den goldenen Zwanzigern, von schillernden Nächten und dunklen Tagen. Mit dem Buch von Herrn Longerich befinden wir uns inmitten dieser teilweise nicht zu Unrecht auch als goldene Zwanziger verklärten Zeit. Sein Buch heißt Außer Kontrolle. Wir dürfen gespannt auf das Gespräch mit Herrn Professor Longerich und Frau Dr. Schnur sein. Es wird etwa eine Stunde dauern. Danach gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen hier im Raum, aber auch für Sie, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, im Livestream. Sie können Ihre Fragen per E-Mail an die Moderatorin schicken. Die E-Mail-Adresse wird während der Veranstaltung auch eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, möchten wir dann bitten, wenn es Ihnen möglich ist, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden. Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass Herr Longerich sehr gerne bereit ist, dieses Buch auch zu signieren, wenn Sie es käuflich erwerben, vorne am Bücherstand. Ja, hiermit übergebe ich das Wort an den Herrn Schlögel.
Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dr. Schnurr, Herr Dr. Longerich, auch ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Podiumsgespräch begrüßen und nutze die Gelegenheit, mich bei Frau Dr. Riedle und ihrem Team zu bedanken, dass Sie uns diesen würdigen, großartigen, wichtigen Ort für diese Erstpräsentation im deutschen Sprachraum, für dieses Buch Deutschland 1923 außer Kontrolle zur Verfügung gestellt hat. Sie hören an meiner Dialektfärbung, ich komme aus Österreich, aus Wien, jener Stadt, in der der Molden Verlag seinen Sitz hat. Seit 1964 gibt es diesen Verlag, der sich vor allem mit seinem Zeitgeschichte-Programm einen Namen gemacht hat, sei es nun die Geschichte der Rothschilds, eine international beachtete Biografie über Hitlers Vater, sowie mit Aufsehen erregenden Täterbiografien über Baldur von Schirach zum Beispiel oder den KZ-Kommandanten Amon Göth. Wie konnten diese Menschen zu Tätern werden? Da gibt es verschiedene Ansätze, da gibt es psychologische, die Geschichte beschäftigt sich damit. Aber es geht vor allem natürlich auch, welches System hat das überhaupt ermöglicht? Wie war die Rahmung dafür, dass man Täter, Mörder hat werden können? Auf diese Frage gibt es eben unzählige Antworten. Eine profunde, teils auch überraschende Antwort, meiner Meinung nach, liefert dieses Buch, das uns mitten hineinzieht in dieses Krisenjahr 1923. Hyperinflation, Staatsversagen, die Demokratie am Abgrund. Inwieweit diese hochbrisante Gemengelage für die fatalen Ereignisse ab 1933 dann verantwortlich war, darüber werden wir heute sicher noch mehr erfahren. Ich habe Herrn Longerich ganz am Beginn des Buchprojekts gefragt, welche Ereignisse ganz zentral waren, die Deutschland 1923, wie es formuliert wird, an den Abgrund gebracht haben. Und er hat eine Reihe von Gründen aufgezählt, weil es ja nie nur den einen oder den anderen gibt. Aber einer scheint mir besonders relevant zu sein, dass die Regierung in Berlin damals keine klaren Botschaften gesendet hat, Entscheidungen vor sich herschob oder Entscheidungen nicht getroffen hat oder nicht Entscheidungen treffen konnte. Und das ist ein Befund, der mit Blick auf das Heute, ich sage jetzt zum Beispiel Corona, Ukraine, Klimakrise, eine sehr aktuelle Gültigkeit wiederum hat, ohne dass man die eine Situation damals mit der heutigen vergleichen kann. Was die anderen Gründe waren, die in diesem Buch so fatal möglicherweise ans Heute erinnern, darüber werden wir heute Abend noch mehr erfahren, in einem sicherlich anregenden Gespräch. Und ich darf noch einmal an dieser Stelle auch auf das Buch verweisen, Außer Kontrolle Deutschland 1923, und darf nun an das Podium übergeben und freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank. Ja, auch von mir guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein und darf Ihnen noch mal kurz, die meisten werden ihn kennen, Peter Longerich vorstellen. Er ist international anerkannter Experte für die Geschichte des Nationalsozialismus, lehrte lange an der Universität London und hat eben mehrere Bücher geschrieben, von denen das Neueste jetzt da draußen auch ausliegt und über das wir heute reden werden. 1923 hört sich ja jetzt erstmal weit weg an, 100 Jahre her. Wir werden sicher auch gegen Ende des Gesprächs nochmal auf die Frage kommen, gibt es Parallelen zu heute, können wir daraus heute etwas lernen? Aber ich würde zu Beginn gerne wissen, Sie sind, wir haben es gerade gehört, Experte für die Geschichte des Nationalsozialismus. 1923 ist ja eigentlich vor der Zeit, in der wir klassischerweise den Nationalsozialismus verorten. Was hat Sie an dem Jahr gereizt? Naja, wenn man also Bücher schreibt, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen im Raum, ja, dann kommt man natürlich automatisch sozusagen auf die Vorgeschichte. Nicht nur auf das Jahr 23, sondern ich habe davor eine Geschichte des Antisemitismus geschrieben. Also man wird ja nicht immer wieder sozusagen sich nur mit den Ereignissen nach 33 beschäftigen können. Und 23 ist natürlich, das ist auch schon angeklungen in den klugen Einführungen, die hier gehalten worden sind. Das ist ja, wenn man sich das mal genauer anschaut, das Jahr einer multiplen Krisensituation. Wir könnten 6, 7 verschiedene schwere Krisenfaktoren benennen. Und man wundert sich eigentlich, auch als Historiker, dass die Weimarer Republik nicht daran bereits zugrunde gegangen ist. Wie konnten sie das überhaupt überstehen? Eine Interpretation wäre, dass einfach sozusagen die
in der Mitte sozusagen eine gewisser Konsens herrschte und man eine aktive Krisenbekämpfung vornahm. Daran glaube ich aber, nachdem ich das Buch geschrieben habe, nicht mehr. Ich glaube, die haben einfach Glück gehabt. Beziehungsweise in einer solchen Krise kann es eben passieren, dass sich die einzelnen, die verschiedenen Akteure, die die Krise befördern wollen, sich gegenseitig sozusagen im Wege stehen und dann bricht die Krise vielleicht auch wieder in sich zusammen, wie es damals geschehen ist. Also die Frage ist dann eben, warum hat es sozusagen 1923, warum ist die Katastrophe nicht 1923 eingetreten, sondern erst 1933, beziehungsweise ich glaube, wer 1933 erklären will, muss erstmal mit 1923 fertig werden, sonst greift die Erklärung zu kurz. Würden Sie so weit gehen zu sagen, man kann 33 nur verstehen, wenn man 23 kennt? Ja, würde ich sagen. Es ist einfach, es gehört natürlich der misslungene Putsch dazu, aber es gehören auch viele andere Faktoren hinzu. Zum Beispiel etwas, was man erst in den letzten Jahren so richtig aufgearbeitet hat, ist der Antisemitismus 23. Also es ist erst in Standarddarstellungen, war bis vor wenigen Jahren nicht zu lesen, dass bei dem Hitlerputsch 23 jüdische Geiseln genommen wurden. Das ist also bei einem der Hauptvertreter der Putschisten, der dann an der Feldherrnhalle erschossen worden ist von der Fronten, eine Verfassung gefunden worden, ein Verfassungsentwurf, der eben eine diktatorische Verfassung vorsieht und wo auch vorgesehen ist, dass Sonderrechte für Juden eingeführt werden und so weiter. Also das scheint mir, also um Ihre Frage zu beantworten, ja. Es ist ja gerade so ein bisschen Mode, so Bücher über einzelne Jahre zu schreiben. Kann man 23 überhaupt isoliert betrachten? Es gibt ja eine Vorgeschichte, also wenn wir uns angucken, 22 der Rathenau-Mord, 21 der Erzberger Mord, also diese rechten Netzwerke, über die wir gleich nochmal sehr ausführlich reden werden, die gab es ja vorher schon und es gab ja vorher auch schon die Probleme um die Reparationszahlungen, die dann zur Ruhrbesetzung führten. Warum haben Sie sich entschieden, das Jahr isoliert zu betrachten? Ja, das ist immer die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf, wenn man ein Buch schreibt. Und es ist einfach so, es gibt eben diese verschiedenen Faktoren. Es gibt für alle diese Faktoren, ob es eine Inflation ist, ob es Rechtsextremismus oder Linksextremismus oder ob es das Verhältnis Bayern-Reich oder den rheinischen Separatismus gibt. Es gibt für alle diese Bereiche gute Spezialisten. Aber mein Anspruch war eben, das Ganze mal zusammenzuführen. Und ich denke, natürlich hat das geschehen, das Ganze in einem Kontext, aber der 11., also der Januar, das Datum der Besetzung des Ruhrgebiets und dann der gescheiterte Putsch sind zwei gute Eckdaten, in denen man eine Geschichte erzählen kann. Also Januar bis November dann. Genau, Januar bis November. Und natürlich wird auch in dem Buch erklärt, dass das Ganze war die französische Besetzung, aber es wird schon erklärt, dass es da auch schon eine Vorgeschichte gibt, aber sie müssen ja irgendwo anfangen, das ist ja das Problem. Und ich denke, die französische und belgische Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 23 ist also wirklich ein Paukenschlag gewesen, der nochmal neue Bedingungen geschaffen hat. Wir kommen da gleich nochmal zurück drauf. Sie haben ja Ihr Buch der Krise gewidmet oder haben erzählt, wie die Krise sich zusehends zuspitzt, eskaliert und am Ende in sich zusammenfällt. Das ist so die grobe Struktur Ihres Buches, wenn man so will. Heute reden wir ja viel von Krise. Wir haben die Corona-Krise, wir haben jetzt die Ukraine-Krise, wir haben eine Energiekrise, eine Klimakrise. Adam Tooze, ein Wirtschaftshistoriker, hat den Begriff der Polykrise benutzt. Er definiert, ich lese das mal hier vor, ich habe es mir aufgeschrieben, eine Polykrise lässt sich definieren als eine Situation, in der das Ganze gefährlicher ist als die Summe seiner Teile. Oder anders gesagt, die einzelnen Krisen existieren nicht nebeneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig und sind über vielfältige Wirkungskanäle verbunden. Reden wir 23 über eine Polykrise, also mehrere Krisen, Ruhrbesetzung, Inflation, rechte und linke Putschversuche, oder sind das alles einzelne Teile einer einzigen Krise, die dann am Ende kulminiert? Wie sehen Sie das? Nein, Tooze hat schon durchaus recht. Also diese verschiedenen, das Besondere an einer solchen großen Krise ist ja, dass diese verschiedenen Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und im Grunde genommen das Ganze nicht mehr steuerbar wird. Ich habe das versucht so zu machen, dass ich ein Modell eingeführt habe, oder mir ausgedacht habe, dass es so vier Phasen gibt. Das heißt, es gibt vor dem Jahr 23 gibt es diese strukturellen
Probleme, die die Weimarer Republik belastet haben, die Sie gerade angesprochen haben, schon, also dieses Rechts-Links-Gegeneinander, diese Lagerbildung. Die unverarbeitete Niederlage. Unverarbeitete Niederlage, die Inflation, also die Frage der Kriegskosten und das Verhältnis von zentrale Peripherie, im Falle Bayern und dem Reich. Also diese Faktoren sind ja zunächst mal da. Und jetzt kommt es in einer zweiten Phase sozusagen, werden ja diese Krisenfaktoren, die werden jetzt virulent. Ja? Das heißt also, das passiert in dieser, während der 9 Monate dieser Ruhrbesetzung. Jetzt spitzen sich die Dinge zu. Aber es wird von den Zeitgenossen noch nicht erkannt, dass sie unmittelbar sozusagen von dem ganz großen Knall stehen. Das passiert jetzt in der Phase 3. Jetzt werden die Probleme so mächtig und überlappen sich so sehr, dass das Ganze nicht mehr steuerbar wird. Und man sieht an dem Verhalten der führenden Politiker, dass sie nur noch versuchen, sozusagen von Tag zu Tag irgendwie das Schiff noch durch den Sturm zu bringen und es ihnen immer weniger gelingt. Und dann kommen wir in die vierte Phase, das ist dann sozusagen der eigentliche Höhepunkt, wenn das Ganze wenn sich entscheidet, bricht das Ganze jetzt zusammen oder kommt man nochmal durch? Wenn wir jetzt unsere jetzige Situation betrachten, würde ich sagen, wir sind in Phase 2. Wir antizipieren Phase 3, aber wir sind noch nicht in Phase 3. Vielleicht sind wir im Februar, März in Phase 3, das weiß man noch nicht. Also wir sind noch sozusagen, es ist ja das Interessante, dass man aus dem Nachhinein und wirklich sozusagen sorgfältig die Sache, dass man schlauer ist als die Zeitgenossen, und sozusagen sorgfältig die Sache analysieren kann und so zergliedern kann. Um mal alle auf den gleichen Stand zu bringen, lassen Sie uns doch kurz das Jahr einmal skizzieren in den Abläufen und auch vielleicht diesen Krisenphasen zuordnen, die Sie gerade beschrieben haben. Also es beginnt, wenn wir jetzt wirklich 23 anfangen, mit der Ruhrbesetzung. Die Franzosen rücken ins Ruhrgebiet ein, weil sie ausstehende Reparationszahlungen bemängeln und sich das jetzt quasi in Naturalien holen wollen, richtig? Ja, wobei auf der deutschen Seite immer vermutet worden ist und behauptet worden ist, das Ganze sei nur ein Vorwand gewesen, weil die Franzosen eben das Ruhrgebiet, also das Herzstück der deutschen Schwerindustrie, annektieren wollten. Dafür gibt es eigentlich keine richtigen Belege. Mir scheint, dass die französische Politik eher unentschieden war, sondern es gab natürlich ein eminentes französisches Interesse an der Kohle, weil die französischen Kohlebergwerke im Ersten Weltkrieg zerstört worden waren durch die Deutschen. Und man brauchte diese hochwertige Ruhrgebietskohle für die Stahlproduktion. Also es gab auch schon sozusagen durchaus sachliche Erwägungen. Und was jetzt passiert ist, die Deutschen rufen also, ja, es kommt zum passiven Widerstand, eigentlich schlittern sie mehr in diesen passiven Widerstand hinein, der auch sehr stark von der Schwerindustrie eben gewollt ist. Aber der wird schon auch von der Regierung propagiert, Nach dem, was ich so gelesen habe, ist es eben so, dass die Regierung im Grunde keinen Plan hat. Sie ist empört, aber sie weiß nicht, was sie machen soll. Und die Initiative geht eigentlich von der Schwerindustrie aus. In Person von Hugo Stinnes? In Person von Hugo Stinnes, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der nun diese Zentrale der Ruhrkohlenindustrie aus Essen nach Hamburg verlegt und damit den Franzosen das wichtigste Instrument nimmt. Und wenn man er hat ja eine eigene Zeitung gehabt, die DAZ. Man muss eigentlich, wenn man Hugo Stinnes verstehen will, die DAZ, also die Deutsche Allgemeine Zeitung, lesen und die Kommentare, und dann weiß man, wohin die Reise geht. Und da steht auch sehr früh schon drin, das wird nicht beim passiven Widerstand bleiben. Man wird irgendwann aktiv Widerstand leisten müssen. Und genau das ist ja passiert. Das heißt, es gibt dann Sabotage und es gibt einen fließenden Übergang von passiven Widerstand hin zur Sabotage, hin zum aktiven Widerstand, also zum Bombenlegen und Anschläge vorbereiten. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Aber es gab ja durchaus auch, ich sage jetzt mal nicht Gründe für aktiven Widerstand, aber es gab ja auch eine Zuspitzung der Situation von Seiten der Franzosen. Also wenn wir zum Beispiel an die Vorfälle Ostern 23 denken, wo im Kruppwerk 13, habe ich mir glaube ich gemerkt, Arbeiter erschossen wurden, weil es nach Streiks eben dort zu Tumulten kam. Da gab es ja, die französische Seite hat es ja auch ein bisschen aufgewiegelt. Ja, die französische Seite war nicht nett als Besatzungsmacht. Das ist klar, die sind bis schließlich mit 100.000 Mann kriegsmäßig dort einmarschiert. Und sie haben natürlich für jeden deutschen Schritt, also für jede deutsche Weigerung, eine Gegenmaßnahme parat gehabt. Das kann man also sehr genau sehen, wie das Ganze von Woche zu Woche eskaliert. Und das Besondere ist eben, dass die deutsche Seite zwar letzten Endes diesen passiven Widerstand ausgerufen hat, aber sie hat sich nicht vorstellen können, wie das Ganze weitergehen soll. Also wenn ich
Beispielsweise, wenn ich die Parole ausgebe, es wird kein Franzose in einem Lokal bedient, an Soldaten, ja, dann werden die Soldaten letzten Endes sich selber bedienen. Ob sie dann zahlen werden, weiß man nicht. Also es, und dann machen sie anschließend das Lokal zu, ja, oder benehmen das als Soldatenclub oder so etwas. Also das heißt, die Franzosen waren letzten Endes saßen am längeren Hebel und hatten für jede dieser deutschen Maßnahmen eine Gegenmaßnahme. Beziehungsweise, wie Sie das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, es deutet auch einiges darauf hin, dass einfach die französischen Truppen auch zermürbt wurden durch diesen ewigen Kleinkrieg, dass sie überreagiert haben und dass sie da in Essen, das Beispiel, das ist also aus der Situation aus gar nicht zu erklären, die waren nicht mit dem Leben bedroht, aber sie haben dann eine größere Zahl von Arbeitern dort erschossen. Und es gibt eine Todesliste, ich glaube, es sind 150 Namen auf deutscher Seite. So. Insgesamt, ne? Ja, insgesamt. Genau. Also im Grunde genommen hat diese Ruhrbesetzung drei ganz wichtige Folgen. Das eine ist, dass eine Welle des Nationalismus in Deutschland ausgelöst wird. Also Frankreich ist ja nun der Erzfeind, wieder die Franzosen. Also man kann das, ich habe das auch an Beispielen gezeigt, also es wird ganz offiziell auch Hass propagiert. Es wird das Wort Hass in den Mund genommen. Dann kommt als Zweites hinzu, dass dieser Übergang zum aktiven Widerstand wird getragen von rechtsextremistischen Gruppen, die zum Teil aus den Schlesienkämpfern kommen, aus Oberschlesienkämpfern, aus den Freikorps, die man bisher seitens der Regierung irgendwie versucht hatte, unter Kontrolle zu bekommen. Und nun gibt man denen freie Hand. Also die dürfen sozusagen da Waffen schmuggeln, die dürfen agieren. Und so entsteht im Untergrund eine rechtsextreme bewaffnete Macht, die auch wiederum in Verbindung mit der Reichswehr steht, von ihr geduldet wird, toleriert wird, da gibt es Vereinbarungen. Und das ist der zweite Punkt, also dass da sozusagen eine Untergrundarmee entsteht. Der dritte Punkt ist nun, dass die Inflation, die schon eine Hyperinflation war, seit Herbst 22, also Hyperinflation heißt pro Monat 50%, mindestens 50% Geldentwertung, nicht pro Jahr, pro Monat, dass die nun völlig aus dem Ruder läuft und wir in diese Situation kommen, wo man im Grunde genommen nur noch daran denken kann, möglichst schnell das Geld auszugeben, weil das einem sonst in der Hand zerrinnt. Und das sind so die drei großen Faktoren, die eben aufgebaut werden, den Nationalismus, die rechtsextreme bewaffnete Macht, die entsteht, und dieses völlige, also praktisch der Zusammenbruch der Wirtschaft. Wir haben nachher Arbeitslosigkeit und es geht einfach nicht mehr. Man weiß nicht mehr, wie das weiterlaufen soll. Und das ist jetzt der Moment, wenn wir jetzt in der Phase bleiben, im August, wo die Regierung Kuno, die alle diese Dinge ja zu verantworten hatte, wobei man über den Kanzler Kuno, der heute eigentlich ziemlich unbekannt ist, es gibt auch keine Biografie über ihn, sagen muss, dass er ziemlich die schlechteste Wahl gewesen ist, die man hatte treffen können. Also er war einfach völlig überfordert. Er war ein Mann der Wirtschaft, hatte ein Wirtschaftskabinett, ja, keine Mehrheiten. Also letztlich hat er da irgendwie eine Funktion erfüllt, die er dann aber faktisch nicht erfüllt hat. Richtig. Also er galt eben als Mann der Wirtschaft, als Mann mit guten Kontakten in die USA und Großbritannien, aber das hat alles nichts genützt. Und er ist im Grunde genommen von dieser nationalen Empörungsstimmung sozusagen mitgetragen worden, hat sich mittragen lassen. Und die Regierung bricht also zusammen und es kommt nun die Regierung Stresemann an die Macht. Also das ist eine Regierung der Großen Koalition, da hatte man große Hoffnungen darauf gesetzt, also wieder die Sozialdemokraten in die Regierung zu holen, unter einem Kanzler, der nationalliberalen Deutschen Volkspartei angehörte. Und Stresemann galt nun, und das stimmt sicherlich auch, als jemand, der außerordentlich flexibel war, also der ursprünglich ja aus dem Kaiserreich eben stammte, auch aus dem Wertekanon des Kaiserreichs hochhielt, sich auch noch weiterhin als Monarchist bezeichnete, aber gleichzeitig ohne weiteres keine Schwierigkeiten damit hatte, Chef einer parlamentarischen Regierung zu werden. Also dem traute man sehr viel zu. Und jetzt kommen wir in eine Phase, man weiß im Grunde genommen, er setzt zunächst noch die Hoffnung auf Großbritannien, dass die Westmächte dort intervenieren würden gegen Frankreich. Aber das zeigt sich sehr schnell, das wird nichts. Und er ist dann gezwungen, was man eigentlich schon vorausgesehen hatte, allgemein diesen passiven Widerstand zu beenden also im September. Und jetzt kommt der große Aufschrei, denn die Rechtsextremen waren darauf vorbereitet, in dem Moment, wo man den passiven Widerstand aufgeben wird, schlagen wir los. Und jetzt kommen wir in diese wirkliche
und das, was ich als die eigentliche Krise bezeichnen würde, wo eben ständig ein Putsch oder ein Staatsstreich von rechts droht. Wollen wir mal die Faktoren versuchen aufzuzählen? Ich hoffe, dass ich das noch in Erinnerung habe. Sonst helfen Sie mir vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt. Also wir haben dieses rechtsextreme Netzwerk, was jetzt in Verbindung auch eben mit der Reichswehr, was jetzt bereitsteht für einen Putsch oder Staatsstreich. Wir haben vor allem aus Bayern dirigiert. Das wollte ich gerade sagen. Eben diesen Gegensatz Bayern-Reich. Bayern hatte wesentliche Rechte verloren in der neuen Verfassung und hoffte nun sozusagen wieder in die alten Rechte eingesetzt zu werden. Es war auch mal die Rede davon, vielleicht könnte man sich auch verabschieden aus dem Reichsverband. Das ist so der zweite Riesenherd gewesen. Die Inflation, wie gesagt, war nicht gebändigt. Nummer drei. Dann haben wir, um die Sache noch komplizierter zu machen, die sozialistisch-kommunistischen Regierungen in Sachsen und in Thüringen, die waren zwar die Regierung, wenn man sich die Regierungsarbeit ansieht, das fiel eigentlich nicht aus dem Rahmen. Also haben die Sozialdemokraten sich da durchgesetzt. Die Kommunisten waren relativ friedlich, aber sie hatten für die EKKI, also die Erweiterte Kommunistische Internationale, hatte beschlossen, im Oktober 1923 die Situation auszunutzen für eine Revolution in Deutschland. Eine deutsche Oktoberrevolution. Und das lief, die Uhr tickte. Das ist also erstaunlich. Man hat mittlerweile die Dokumente dazu auch. Also das ist sozusagen, der Plan lief. Und da gab es auch keine Möglichkeit mehr, das zu stoppen. Das war ein weiterer Krisenherd. Dann haben wir natürlich das nach wie vor bestehende Problem an der Ruhr, das war ja nicht zu Ende. Die Deutschen bekamen auch keine Kohle aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel. Und die Kohleindustrie fing nun an, mit den Franzosen eigene Geschäfte zu machen. Also das heißt, das lief auch hier aus dem Ruder. Und hinzu kam dann ich hoffe, dass das mittlerweile dann der letzte Krisenpunkt ist, die separatistische Bewegung im Rheinland. Wenn man das mal näher ansieht, ist das gar nicht so absurd gewesen. Man sagte da zum Teil, ja, man darf man nicht verwechseln, es gibt einmal eine Bewegung, die versuchte, das Rheinland unabhängig von Preußen zu machen, aber im Reich zu bleiben. Dann die echten Separatisten, die aus dem Reichsverband ausscheiden wollten. Und im Grunde genommen war das auch gar nicht so völlig unvernünftig, wie das heute erscheint, weil man damit sozusagen die bessere Option hatte, als von den Franzosen unmittelbar annektiert zu werden. Man konnte sich dann sozusagen aus dem Reich verabschieden, diese ganze Reparationsproblematik, all das konnte man hinter sich lassen. Man hätte dann versucht, irgendwie zu einem Arrangement mit den Franzosen zu kommen. Also das war ein weiteres Problem. Es gab einige Unterstützung für die Separatisten, in der Pfalz zum Beispiel, aber im Grunde genommen in den Städten wurde es vehement abgelehnt und die Putsche, die dort versucht worden sind, sind relativ schnell auch gescheitert, wo sie von den Franzosen teilweise unterstützt wurden. Ja, damit haben wir die Krisenfaktoren aufgezählt. Und dann endet das Jahr mit dem Hitlerputsch, also das Jahr, was Sie erzählen, mit dem Hitlerputsch am 8. 9. November. Genau. Also in dem Buch ist das so, dass ich, in dem Buch liest sich das auch anders, weil die Ereignisse überschlagen sich. Und um dem gerecht zu werden, habe ich das so gemacht, dass ich immer, es gibt im Grunde genommen 5 Standorte, also Berlin, München, Sachsen, das Ruhrgebiet und Hamburg. Und ich wechsle sozusagen im schnellen Wechsel von Standort zu Standort im Abstand von wenigen Tagen. Anders ist das auch gar nicht darzustellen. Sie können nicht eine Geschichte erzählen und dann sagen, aber ich habe vergessen, sondern Sie müssen versuchen, das sozusagen immer wieder zu springen. Und dann merken Sie auch in diesen verschiedenen Orten, wie die Perzeption, wir sprachen vorher schon über Kommunikation, wie die Perzeption des anderen Ortes jeweils ist. Da gibt es dann ganz große Missverständnisse. Und im Grunde heizen sie sich gegenseitig auf, wenn sie in die Krise hineingehen. Ich kann auch nicht sozusagen das im Einzelnen jetzt, und das würde auch völlig die Veranstaltung sprengen, das im Einzelnen nachvollziehen. Aber es ist eben so, dass es geht dann letzten Endes um 5 Wochen oder 6 Wochen vielleicht, dass einmal man ganz klar sagen muss, dass diese Regierung völlig überfordert war. Die Große Koalition ist ja dann zusammengebrochen, auch in der Krise. Und ein wichtiger Punkt eben ist hier, dass es von der Aufgabe des Ruhrwiderstands bis zu dem Hitlerputsch eine Geschichte erzähle von ständig versuchten Staatsstreichen und Putschen. Es gibt also eine Kontinuität. Das fängt an mit dem sogenannten Buchrucker-Putsch in Küstrin. Das hat man öfters so dargestellt als ein verrückter Major, der durchgeknallt ist und da irgendwie versucht, die Festung Küstrin im Handstreich zu nehmen, ist dann auch gleich gescheitert. Das hat aber Berliner Historiker Bernhard Sauer, hat vor Jahren schon dazu eine ganze Reihe von Dingen veröffentlicht und hat gezeigt, auch anhand der Prozessakten, dass es da Querverbindungen gegeben hat. Das heißt, der war
in Verbindung insbesondere mit den Landbünden. Also das waren, die Landbünde hatten in Ostdeutschland auf den Gütern Waffen versteckt, hatten ehemalige Freikorpskämpfer als, ja, Landarbeiter beschäftigt oder Streikbrecher, wenn Sie so wollen. Und der Buchrucker wäre in der Lage gewesen und war dabei, schon 18.000 Mann zu mobilisieren und Berlin zu besetzen. Das ist und das ist nicht nur irgendwie etwas, was er sich ausgeträumt hat, sondern das war real. Und es waren schon, als der zusammenbrach, waren schon mehrere Tausend mobilisiert. Ja, genau. Sie haben die rechten Netzwerke, das beschreiben Sie ja in Ihrem Buch sehr ausführlich. Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen und die Frage stellen, diese Krise, die Sie da beschreiben, die ist ja sehr dynamisch und Sie haben jetzt gerade beschrieben, gerade in dem letzten Teil hat sie eine Geschwindigkeit aufgenommen. Sie springen dann ja auch von Ort zu Ort, dass man eigentlich wirklich gucken muss, dass man noch hinterherkommt im Verständnis. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem die Krise aufzuhalten gewesen wäre? Oder läuft die ab einem bestimmten Punkt einfach von alleine weiter und feuert sich quasi von sich selbst aus? Also nach der Aufgabe des Ruhrwiderstands eigentlich nicht mehr. Es gab auch bezeichnenderweise auch keine, man hatte auch nicht sozusagen einen Gesamtplan. Man hätte also vielleicht den Notstand ausrufen müssen oder so etwas, aber man ist sozusagen, man hat den Ruhrwiderstand aufgegeben, hat man gesehen, was passiert jetzt. Und dann haben die in Bayern praktisch weil die gesehen haben, ja, da passiert etwas, die haben den Ausnahmezustand ausgerufen, dann ist das Reich nachgezogen. Ja. Also das heißt... hätte es überhaupt noch Handlungsmöglichkeiten gegeben, um diese Krise aufzuhalten? Was hätte man tun können? Ja, wenn man in die Aufgabe des Ruhrwiderstands mit einem Plan gegangen wäre, dann vielleicht schon. Aber so wie man sich verhalten hat... nein. Das Problem ist auch immer, dass die Handlungsmöglichkeiten der Regierung auch sehr beschränkt waren, nicht? Weil auf der sozialdemokratischen Seite musste man Rücksicht nehmen auf die Genossen in Sachsen und in Thüringen. Und also in der Arbeiterbewegung war man natürlich nicht begeistert, wenn man das Wort Ausnahmezustand oder Militärdiktatur hört. Das ist ja ganz klar. Und auf der anderen Seite war es so, dass in der Stresemanns eigener Partei, in der DVP, es einen rechten Flügel gab. Stinnes war da einer, saß auch im Reichstag, die immer mit den Deutschnationalen liebäugelten. Und die, also auch unsichere Kantonisten in gewisser Weise. Also die Möglichkeit, der Grad, den der Kanzler hatte, der war sehr schmal. Übrigens muss man sehen, dass also die Hauptunterstützung, die er eigentlich hatte, ist der Präsident gewesen, also Ebert. Ebert wird ja leicht unterschätzt, sowohl auf der linken als auch der rechten. Aber Ebert hatte im Grunde genommen in den meisten Situationen recht klug gehandelt. Aber Ebert war nun nicht derjenige, der die Regierung führte, sondern er saß sozusagen, versucht ein bisschen die Dinge zu dirigieren, aber er ist nicht derjenige gewesen, der an der vordersten Front gestanden hat. Also wie gesagt, wenn man in eine solche Krise mit 7 Faktoren oder wie viel ich jetzt hatte, reingeht und hat keinen Plan, sondern versucht sozusagen durchzusteuern, ist man eigentlich zum Scheitern verurteilt. Jetzt haben wir schon ein paar Namen genannt. Ich würde gerne nochmal auf diese Namen eingehen und fragen, wer ist denn für Sie die interessanteste Figur 1923? Also auf wen, Sie haben den Blick ja auf viele Figuren gerichtet, aber auf wen müsste man am meisten das Spotlight richten, wenn man auf eine Figur gucken würde? Naja, also Ebert und Stresemann sind bekannt eigentlich und da gibt es gute Biografien, da gibt es eigentlich nichts wenig Neues dazu zu sagen. Interessant war für mich Stinnes, es gibt auch über Stinnes zwei gute Biografien, aber Stinnes, also der große Gewinner der Inflation, der König der Inflation, den man nach damaligen Schätzungen in der Presse vermutete, man, dass er 6.000 Firmen kontrollierte. Es war aber nicht ganz klar, vielleicht waren es auch ein paar mehr oder ein paar weniger. Der galt natürlich auf der linken und auch in der linksliberalen Presse ja quasi als eine Karikatur des bösen Kapitalisten, also der Stringpuller, der also sozusagen alle wie an einer Marionette herumführt, einen unglaublichen Einfluss hat. Er war auch persönlich, darf ich das sagen, nicht sehr sympathisch, machte keinen sympathischen Eindruck, bemühte sich auch nicht darum. Aber genau dieses Bild trifft eigentlich weitgehend zu auf diese Persönlichkeit. Der war genau dieser ganz kühl rechnende,
sich über alle Bedenken hinwegsetzende Kapitalist, der mit einem möglichst großen Profit aus dieser Krise rauskommen wollte. Das heißt, Sie würden sagen, der hat die Krise am Anfang so befeuert, dass er seine eigenen Vorteile gesucht hat und damit die Krise erst richtig in Schwung gebracht hat? Punkt war für ihn, also er war der große Inflationsgewinner, und der entscheidende Punkt war, dass er den Moment bestimmen wollte, wann die Währung reformiert wurde. Das heißt, dass er sozusagen aus den Währungsumständen auch wiederum gut herausgehen würde. Und deswegen kann man eben in allen wichtigen Entscheidungen kann man so seinen Einfluss sehen, wobei er mehr niedergerissen hat, als aufgebaut hat. Also er war in der Lage, Dinge kaputt zu machen, aber nicht unbedingt Dinge positiv zu regeln. Also das beginnt dass er in seiner Zeitung eben im Grunde genommen den aktiven Widerstand fördert, dann den Übergang zum aktiven Widerstand begründet, dann aber auch sehr früh wieder sagt, vielleicht wird das alles gar nicht, wir müssen auch wieder zurückrudern. Ja. Und Stresemann rät, das ist besser, wenn man aufgibt, den Widerstand. Er ist derjenige, der dann, als der Widerstand aufgegeben wird, mit den Franzosen selbstständig, er ist der Chef der Verhandlungskommission. Und er liebäugelt aber auch mit den Rechtsextremisten. Er hat da sehr gute Kontakte. Es gibt ein berühmtes Gespräch von ihm mit dem amerikanischen Botschafter September 23, wo er im Grunde genommen das Szenario, was jetzt kommt, entwirft. Er sagt, es wird in Bayern eine starke Persönlichkeit geben, die gegen das Reich auftreten wird. Das wird einen kommunistischen Putsch provozieren. Und dann übernimmt ein von Ebert eingesetzter Diktator die Macht. Also das ist im Grunde genommen das, was auch mehr oder weniger so passiert ist. Es gab ja den kommunistischen Aufstand in Hamburg. Und das ist zum Teil, ist sein Biograf in dem Punkt, es gibt eine ganz ausgezeichnete, also es gibt zwei Biografien, einmal von Wulfer, die zweite von Feldmann, das ist der große Kenner der deutschen Inflation, der große Historiker, aber der in den Punkten irgendwie die Figur zu schwach gezeichnet hat. Wahrscheinlich, weil er sich nicht den Vorwurf einhandeln wollte, so einen Popanz zu beschreiben. Aber leider entspricht eben die Figur von Stinnes in vieler Hinsicht genau dieser Karikatur. Und das ist eine Figur. Die zweite Figur wäre Seeg, also der Chef der Heeresleitung, der ich glaube, insgesamt 5 Anläufe unternommen hat, in dieser Krise Deutschland in eine Militärdiktatur zu verwandeln. Wobei jetzt die Übergänge, was ist sozusagen eine legale Diktatur, also was ist eine... Im Rahmen der Notstands... Der Notstandsgesetzgebung, also des Artikels 48. Und was ist dann eine Diktatur, die im Grunde das System sprengt? Und wie viele Abstufungen gibt es dazwischen möglicherweise? Und all das findet man in der Umgebung von Seeg. Und Seeg hat nun den großen Vorteil gehabt. Er wurde dann ja im November 23 nach dem Zusammenbruch des Hitlerputsches wurde ja der Ausnahmezustand verhängt, und er hat ihn nicht missbraucht. Er hat sich also strikt an die Verfassung gehalten. Aber das heißt nicht, dass er nicht vor dem Hitlerputsch mit diesem Gedanken geliebäugelt hätte. Es gibt da auch ganz klare Aussagen von ihm. Eine ganz interessante, hochinteressante Figur. Hochgebildeter Mann, der sich nicht in die Karten schauen ließ. Also man nannte ihn auch die Zwings, wie gesagt. Und ich würde aber sagen, dass man ihm hier mehr zutrauen muss, als man bisher eigentlich gesehen hat. Also dass er mehr Zutrauen in dem Sinne, dass er eben bereit war, sozusagen dieses System zu sprengen. Ja? Und auch in Verbindung, dass er auch durchaus gewillt war, mit ganz recht zusammenzugehen. Ja. Weil er geglaubt hat, er hätte das dann doch unter Kontrolle. Und hinzu kommt eben seine Rolle 1920 während des Kapp-Putsches, wo er im Grunde genommen sich zurückgelehnt hat und gesehen hat, wie die rechtsextremen Putschisten dabei waren, die Macht zu übernehmen, und er nicht bereit war, die Reichswehr einzusetzen. Und genau das könnte ich mir hier auch vorstellen, dass etwas ganz Ähnliches in seinem Kopf hier auch vor sich ging, dass er die gewähren ließ. Und dann, wenn die dann die Macht übernommen hätten, hätte er gesagt, ja, dann haben wir andere Zustände, ich stelle mich auf den Boden der Realität. Ja, ich sehe gerade, dass ich mich weit aus dem Mikrofon entfernt habe, aber ich hoffe, dass das nicht trotzdem was hören konnten von dem, was ich sagte. Sie beschreiben ja die Krise als strukturelles Problem. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir über Personen reden, inwieweit individuelle Entscheidungen überhaupt einen Handlungsspielraum haben, also inwieweit die diese Krise überhaupt beeinflussen können oder ob die Krise nicht ab einem bestimmten Punkt eine Dynamik entwickelt, die von selbst läuft. Sie haben das ja gesagt, spätestens ab dieser Entscheidung, den passiven Widerstand einzustellen, lief es von selbst. Hätte man dann überhaupt noch was tun können?
Ja, kluge Frage. Also ich denke, dass in Krisensituationen der persönliche Entscheidungsspielraum wächst. Das ist ganz, ganz eindeutig. Aber die Frage ist, bringt das noch was? Also kann man, die einzelnen Personen handeln zwar, aber handeln sie wirklich im Sinne einer Krisenbekämpfung oder strampeln sie sich nur noch ab sozusagen, führen sie nur noch etwas vor? Und das ist genau der Punkt hier, dass natürlich eine Figur jetzt wie Stennis, eine Figur wie, wie Seegt, auch Ebert und so weiter, dass natürlich der Handlungsspielraum wächst, ja, weil sie einfach auch schnelle Entscheidungen fällen müssen und dann wieder wenig Widerspruch kommt. Aber die Frage ist eben, wohin führt das sie? Ja? Man kann auch dann Entscheidungen um der Entscheidung willen fällen, aber es hat dann keine konkreten Ergebnisse in der Situation. Aber nimmt das die Leute nicht aus der Verantwortung? Also wenn man da gerade irgendwie guckt, es gibt weitere Krisen, wir wollen ja noch über 33 sprechen. Mhm. Und ja, ist es nicht am Ende dann, dass man sagt, ab einem bestimmten Punkt ist es dann, hätte es gar nicht anders entschieden werden können, weil es von selbst lief? Ist das nicht eine Ausrede auch zu sagen, man ging nicht anders? Naja, sie handeln, ja, und sie können ja das Handeln bewerten. Also, sie können ja, aber wenn es eh nichts ändert oder geändert hätte? Ich weiß nicht, ob das von Verantwortung freispricht. Wenn ich handle und es hat aber, ich erziele damit nicht die gewünschte Wirkung, bin ich dann sozusagen freigesprochen oder. Wenn die Strukturen stärker sind als das Individuum? Eigentlich sind die Strukturen nicht stark, die Strukturen brechen eigentlich zusammen. Das ist das Problem. Also ich würde mir eben in der Situation sehr genau ansehen, habe mir auch sehr genau angesehen, wie die einzelnen Figuren jeweils reagiert haben. Und ohne sagen zu können, ja, hier wäre im Grunde genommen der Weg gewesen, wo man aus der Krise rausgekommen wäre. Ja. Jetzt ist im kollektiven Bewusstsein der Deutschen die Inflation ja sehr tief verankert aus dem Jahr 23, was auch daran liegt, dass wir alle diese Bilder kennen aus der Zeit mit den gestapelten Geldscheinen, mit den wahnsinnigen Beträgen, die man für Alltagsbedarf eigentlich bezahlen musste. Also hier in Berlin hat ein Kilo Roggenbrot im November 23 233 Milliarden Mark gekostet und ein Kilo Rindfleisch 4,8 Billiarden Mark. Die ganzen rechten Umtriebe, die Sie beschreiben, mit Ausnahme des Hitlerputsches, der dann ja nur die Kulmination, oder was heißt nur, aber die Kulmination war, sind gar nicht so sehr im kollektiven Bewusstsein. Wie erklären Sie sich, dass das eigentlich, und auch die Ruhrbesetzung ist jetzt mit Ausnahme des Ruhrgebiets irgendwie nicht so wirklich, wird nicht so wirklich erinnert. Wie erklären Sie sich, dass das ausgerechnet die Inflation so hängen blieb und die anderen Ereignisse aus dem Jahr 23 so vergessen sind? Ja, das deutsche Inflationstrauma. Also es gibt ja eine zweite Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eben für viele, gerade mittelständische Familien, die Vermögen verloren haben, natürlich einfach die große Gefahr, die auch nicht verschwunden war. Also Hitler ist zwar 45 verschwunden, aber es gab dann ja wieder Inflation, kleine Inflation beispielsweise in den 70er Jahren. Also das ist sozusagen eine Gefahr, die nicht verschwunden ist in der Sicht der Betroffenen. Man hat natürlich viel zu wenig über die Ursachen der Inflation nachgedacht, also dass die Inflationen letzten Endes die Folgen der Kriege gewesen sind. Und hinzu kommt natürlich ein wichtiger Punkt, der ist, dass die, wenn wir jetzt über die erste Inflation reden, die 23er, dass es eben keinen wirklichen Versuch gegeben hat einer Schadensregulierung. Also man nannte das ja dann, das war die Aufwertungsfrage, also dass man sozusagen diese verlorenen Ansprüche, die durch die Geldentwertung versandet waren, dass man die in irgendeiner Weise ausgleicht. Das ist aber nicht in einem größeren Umfang geschehen. Insofern ist das Problem noch jahrelang diskutiert worden, aber es war nicht lösbar. Hingegen erscheint die Ruhrbesetzung dann als etwas, was vorbei ist. 25 mit den Lokalverträgen war das Problem erledigt. Der Hitler saß im Gefängnis zunächst mal und spielte in den 20er Jahren keine zentrale Rolle. Und ja, ich glaube, das ist der Grund. Es ist sind eben auch sehr viele Leute eben unmittelbar existenziell durch diese Geldentwertung betroffen worden. Hat es auch Mentalitätsänderungen hervorgerufen? Also wir kennen ja diesen Tanz auf dem Vulkan in den 20er Jahren, also dieses Lebensgefühl der 20er. Hat das auch mit der Inflation zu tun, also mit diesem Gefühl, man muss das Geld raushauen, solange es noch was wert ist und man muss einfach das Leben feiern, solange, jetzt noch, ja. noch, solange es noch möglich ist? Ja, ich habe da ein Kapitel in dem Buch drin, wo ich mal versuche, im Querschnitt diese ganze Inflationsgesellschaft, diese Inflationsmentalität etwas näher anzugehen. Und das ist schon richtig, was Sie sagen. Es gibt aber also dieses Gefühl, naja, nach mir die Sinnflut oder jetzt, wir versaufen unserer Oma ihr kleines Häuschen, das ist ja ein Schlager aus der Zeit.
Aber man muss eben auch sehen, dass schon also sensible Beobachter in der Zeit gesehen haben, naja, dahinter steckt auch eine, also sozusagen dieses Hochgefühl ist sozusagen der hängt sehr eng mit der Depression zusammen. Ja, es ist also im Grunde genommen kommt aus der Verzweiflung heraus und ist auch sehr nah an depressiven Verhalten, depressiven Zuständen angesiedelt. Es gibt da eine Reihe von Psychiatern, die sich dazu geäußert haben in der Zeit. Vor allen Dingen aber das Ganze ist eigentlich Teil einer zunehmenden Irrationalisierung des Denkens. Also man verliert, wenn das Geld seine wesentlichen Funktionen verliert, also wenn es seine Kauffunktion verliert, wenn es seine Rechenfunktion verliert und wenn es seine Sparfunktion verliert, dann verliert der Einzelne Orientierung. Also er kann nicht mehr planen. Er weiß nicht mehr, wie er einen Hausstand gründen soll, ob er heiraten soll, ob er ein Haus bauen soll und so weiter. Aber er weiß auch nicht mehr, ob er sich am nächsten Tag ein Brot leisten kann. So in dieser Kategorie. Und man sieht nun, dass die Menschen zu so Krücken und Hilfen greifen. Und dazu gehört zum Beispiel nicht nur die Vergnügungssucht oder Rauschgift, dazu gehört das Wahrsagerei, alle möglichen esoterischen Lehren, Aufschwung nehmen, dass man versucht, auf ein Wunder zu hoffen, dass man versucht, sich an Personen festzuhalten. Es gab dann diese Inflationsheiligen, also so Wanderprediger, die durch Deutschland zogen, die großen Zulauf hatten. Es gab betrügerische Wettanbieter, die also vorgegaukelt haben, man könnte da fantastische Vermögen machen. Die alle fingen an der Börse an zu spekulieren, hofften, dass sie einen Verwandten in Amerika hatten, der ihnen mal einen Dollar schicken konnte. Also diese ganze Geschichte gehört zu der Geschichte der Inflation dazu. Und die Beobachtung, die man schon früher gemacht hat, dass es im Grunde genommen zwischen den Inflationsheiligen, also diesen Wanderpredigern und Hitler gar nicht so große Unterschiede gibt, dass im Grunde genommen ein ganz ähnliches Publikum angezogen wird. Ja, dass die Inflationsheiligen auch zum Beispiel Hitler selber mit ihm in Kontakt waren und ihm also Tipps gegeben haben oder von ihm versuchten zu lernen. Also, weil es so diese Erlöserfunktion hat. Erlöserfunktion, ganz genau. Das ist das Stichwort. Also dass praktisch ein Teil des ganzen politischen und gesellschaftlichen Diskurs in diese irrationalen Ebenen abdriftet. Verschwörungstheorien spielen eine große Rolle. Und wenn man auf dem Höhepunkt der Inflation so mal Tagebücher liest, also zum Beispiel Klemperer, der versinkt auch in Apathie, der weiß nicht mehr, was er machen soll. Er sagt selber, ich bin eigentlich gebildet, ich kann mir eigentlich Informationen beschaffen, aber ich weiß nicht mehr, wo es weitergehen soll. Also fängt er auch an, irgendwie mit Aktien zu spekulieren oder irgendwie verscherbelt an seiner Uni, hilft dabei an seiner Uni, Ehrendoktortitel an Industrielle zu verscherbeln, um dann ein bisschen flüssig mal zu werden und so weiter. Also um mal zum Essen eingeladen zu werden und ähnliche Dinge. Also man sieht eben, wie das ganze moralische Korsett der Gesellschaft ins Rutschen kommt. Wenn ich in einer Hochinflationsgesellschaft lebe, dann gelten ja diese ganzen Grundsätze nicht mehr. Also dass Sparen eine Tugend ist, dass man seine Schulden zurückzahlen muss, schnell und pünktlich, das gilt ja alles nicht mehr. Man ist ja ein Idiot, wenn man pünktlich seine Steuern bezahlt und seine Schulden zurückzahlt. Und genauso wird man auch angesehen. Und das ist eben so die Dimension, die zu einer Gesellschaft in der Hochinflation gehört. Und jetzt wollen Sie mich wahrscheinlich fragen, ob es Parallelen gibt heute? Oder? Nee, da wollte ich gar nicht drauf raus. Ich wollte bei 23 bleiben und tatsächlich noch fragen, das haben Sie in Ihrem Buch ja auch wirklich sehr ausführlich beschrieben, wo ich ein bisschen mich gefragt habe, gibt es da keine Berichte oder gibt es da weniger, ist tatsächlich die gesellschaftliche Reaktion auf die Ruhrkrise und auf diese rechten Umtriebe. Also wie hat die Gesellschaft daraus reagiert oder hat die Inflation einfach alles so überlagert, dass dafür gar keine mentale Kapazität war, sich damit zu beschäftigen? Ja, also im Vordergrund stand diese nationale Entrüstungswelle und es war sehr schwierig, da irgendetwas dagegen zu sagen. Also das war der Mainstream, auch wenn man sich das ansieht, die Träger des Ruhrwiderstandes waren eigentlich die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften waren überhaupt nicht glücklich über diese Rolle, sind da mehr oder weniger reingerutscht, aber sie konnten sich diesem Ruf nicht entziehen. Und die Gewerkschaften waren auch die Ersten, die sagten, das wird nichts. Nach 2 Monaten sagen wir müssen irgendwie eine Exit-Lösung finden.
aber sie konnten sich sozusagen gegen diese dominierende Strömung nicht durchsetzen. Ja? Insofern hat man natürlich, und natürlich gibt es massive Kritik an der Bewaffnung von Rechtsextremen, aber man geriet dann sehr schnell in die Gefahr, als eine Art von nationaler Verräter angesehen zu werden, weil die Jungs ja im Grunde genommen nur das Gute und das Richtige machen. Insofern ist also sozusagen, geht also der dominante Diskurs sozusagen, geht eben in eine ganz andere Richtung, als die Sie jetzt beschrieben haben. Und es ist sehr schwer gewesen, sich dagegen aufzulehnen. Mm-hmm. Der Schriftsteller Stefan Zweig hat mit Blick auf 33 ja gesagt, nichts habe die deutsche Gesellschaft so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Stimmen Sie ihm zu oder kamen dann eben so Faktoren wie dieser Nationalismus, der dann ja erstmal wieder abflaute, aber der natürlich irgendwie gesät war, der Keim? Was kam da zusammen und inwieweit hängen 23 und 33 eben zusammen? Naja, er hat natürlich einmal recht, weil eben nicht nur die Inflation, sondern diese nicht gelöste Entschädigung für die Inflation, das ist ein wesentlicher Punkt, aber spielen eben andere, ich würde also jetzt in der Diskussion mit Zweig noch andere wichtige Punkte nennen. Das ist natürlich dieser gewaltige Aufschwung des Rechtsextremismus und der ist ja nicht verschwunden nach 23. Er hat sich dann in der Weimarer Republik, hat er sich abgekehrt vom Putschismus, aber er hat ist ja nicht zusammengefallen, sondern die Ressentiments sind ja die gleichen geblieben. Vor allen Dingen sind ja die ganzen großen strukturellen Probleme, von denen ich in Eingang sprach, die also vor 23 bestanden, nicht verschwunden. Also es gab eben ein geringes Vertrauen in die Demokratie. Es gab diese sehr harte Lagerbildung links und rechts. Die Frage dann der Kriegskosten, also Inflation heißt immer Frage der Kriegskosten, wurde erst in den nächsten Jahren dann ausgetragen, in dem Sinne, dass die Inflationsverlierer eben dann die Kriegskosten zu zahlen hatten. Und es gibt andere strukturelle Probleme im Verfassungsaufbau und so weiter, Frage auch zum Beispiel der Gewalttätigkeit, die ja nicht mit der Lösung oder mit dem Zusammenfall der Krise 23 verschwunden sind, sondern die bestanden ja als strukturelle Probleme fort. Und mit diesen ganzen strukturellen Problemen ging man dann in die nächste Krise, also in die Weltwirtschaft. Und für mich ist eben ein ganz wichtiger Punkt auch, dass im Grunde genommen hat der Sturz der Weimarer Republik 23 nicht funktioniert, weil es den Rechtskonservativen nicht gelungen ist, ein funktionierendes Bündnis mit den Rechtsextremisten zu schließen, sondern die haben sozusagen sich gegenseitig, es waren zwei Lager, die sich gegenseitig beäugt haben, mit verhandelt haben, sondiert haben, aber letzten Endes hat dann Hitler gemeint im November 23, dass man ihn ausboten wird und er hat dann diesen Alleingang gemacht, der sehr schnell fehlgeschlagen ist. Und ich denke, beide Seiten haben daraus gelernt, also Rechtskonservative und Rechtsextremisten, nämlich dass sie 33 sich anders aufgestellt haben. Das heißt, die Konservativen, die Rechtskonservativen glaubten, 33 viel besser aufgestellt zu sein und sozusagen diese Massenbasis der Nationalsozialisten jetzt wirklich effektiv für sich nutzen zu können und zu verhindern, dass die sozusagen im letzten Augenblick wieder abspringend einen Alleingang machen. Und das ist eben die große Fehlkalkulation gewesen, dass sie natürlich, wie wir wissen, nicht in der Lage waren, diese Klammerfunktion, die sie vorhatten, auszuüben. Und insofern ist natürlich auch, muss man eben auch einfach sehen, dass es auf der gesamten politischen Rechten sozusagen einen 10-jährigen Lernprozess gab, wie man sozusagen eine ähnliche Situation effektiver nutzen konnte, als man sie 23 genutzt hat. Sie würden sagen, es war eine Generalprobe für 33? So kann man das als im Nachhinein sehen, ja. Ja. Welche Rolle spielte das Jahr 23 denn für die Identität der NSDAP? Also das war ja dann doch irgendwie auch ein wichtiger Bezugspunkt, also dieser Nationalismus, der gesät wurde. Es gab so ein paar Märtyrer, der Albert Schlageter fällt mir jetzt ein, irgendwie der ja dann später auch als erster Soldat des Dritten Reichs gefeiert wurde, der aktiven Widerstand geleistet hat und von den Franzosen dann zum Tode verurteilt wurde. Mhm. Inwieweit war die Referenz auf 23 und dann natürlich auf den Putsch und auf die Verhaftung Hitlers für die spätere Entwicklung der NSDAP wichtig? Ja, wobei man sagen muss, der Schlageter und der Schlageter-Kult, der wurde ja nicht nur von den Nationalsozialisten hochgehalten. Auch zum Beispiel Kuno, der Reichskanzler, hat später mal ein Vorwort für einen Band zu Ehren von Schlageter geschrieben und hat entsprechend auch Reden gehalten. Also man konnte eben die Tatsache nutzen, dass der Schlageter als nationaler Held auf der gesamten politischen Rechten betrachtet wurde. Und also nicht nur als nationalsozialistischer Held. Nun, die Nationalsozialisten haben ja dann, als die Partei 25 neu gegründet wurde, sich umgestellt auf eine legalistische Taktik. Also sie haben versucht dann,
innerhalb der Verfassung der Weimarer Republik an die Macht zu kommen. Das Jahr 23 im persönlichen Umgang Hitlers mit dem Jahr 23 ganz gut beobachten, dass er versucht hat, diese Niederlage in die Basis eines künftigen Erfolges umzudeuten. Deswegen ja auch die Konzentration nach 25 wieder auf München. München als das Mekka der Bewegung. Diese Idee, ihr seid nicht umsonst gefallen, das ist sozusagen, es war nur ein erster Zwischenschritt in einer viel größeren und heroischen Aufstieg der Partei. Ja, bei all dem, was wir jetzt sagen, also gerade auch wenn wir diese Bezüge 33-23 herstellen, Sie haben das eben mit einem Stichwort schon gesagt, aus der Rückschau kann man das natürlich alles irgendwie gut beurteilen. Welche Optionen hätte es denn gegeben, in der Zeit tatsächlich was anders zu handhaben? Also wir können ja immer wieder auch anführen, wir sind noch in der Anfangsphase der Weimarer Republik, die Demokratie war noch nicht geübt. Ist das eine Entschuldigung, die man auch gelten lassen kann für das Handeln der Akteure in diesem Jahr? Also ich weiß nicht, ob ich nach Entschuldigung suche. Meiner Sicht nach wäre diese ganz große Krise nur zu vermeiden gewesen, wenn man schon sehr viel früher im Jahr, also während dieser Ruhrbesetzung, eine ganz andere Politik gemacht hätte. Also diese Idee, den Franzosen einen totalen Widerstand entgegenzusetzen, das musste eigentlich schief gehen. Aber was hätten Sie gemacht? Ja, ich bin Historiker geworden, dass ich nicht in diese Situation komme, sondern das Ganze immer von hinten und schlauer bin als die Akteure. Aber ich denke, es gibt natürlich immer, man stellt sich natürlich selber die Frage, wenn man das sieht. Also ich glaube, dieser nationalen Empörung konnte man sich wohl kaum entziehen. Die Regierung wäre sonst zusammengebrochen. Aber man hätte zum Beispiel einen passiven Widerstand der kleinen Münze machen können. Also man hätte zum Beispiel sagen können, ja, man hätte sozusagen offiziell sich völlig einverstanden erklären mit den hätte sagen müssen, wir erklären natürlich, wir geben euch die Kohle, oder? Und wir sind natürlich völlig einverstanden. Und dann auf der üblichen Art und Weise, wie eben Bürokraten das so machen, sagen, ja, aber leider zurzeit ist das nicht zur Verfügung, wir haben diese Instrumente nicht, also zu verzögern und sozusagen eine Zermürbungstaktik anzuwenden, ohne immer den großen nationalen Widerstand herauszuhängen. Das wäre ein, und dann eben vor allen Dingen auch sich überlegen, wo ist die Möglichkeit, wo man sagen kann, also wir geben auf. Dazu hätte man aber den Nationalismus als Problem erkennen müssen. Hätte man eine ganz deutliche Grenze nach rechts ziehen müssen, also die ganz recht ausgrenzen müssen. Das hätte zum Beispiel unter Umständen zu einer Spaltung der Deutschen Volkspartei geführt. Und solche Dinge hätte man in Kauf nehmen müssen, sage ich jetzt mal so kühn. Aber wenn ich mir die Situation ansehe, sehe ich eigentlich, ich sehe nicht, wie man mit dieser planlosen Politik des Widerstands passiv, aktiv, wie man damit hätte überleben können. Also hätte man am Anfang eine andere Entscheidung fällen müssen. Also man hätte wahrscheinlich ja schon im Vorfeld dieses Reparationsproblem auch möglicherweise grundsätzlich anders angehen müssen, oder was meinen Sie jetzt? Ja, hatte Kuno das sozusagen geerbt, also er hatte bestimmte Vorschläge gemacht. Natürlich, im Grunde ist es so, wenn man jetzt mal aus der ganz großen Perspektive das sieht, wenn man das Problem der Inflation bereinigen wollte, dann musste man die Währung stabilisieren, braucht also Auslandskredite. Um die Auslandskredite zu bekommen, musste man die Reparationsfrage lösen. Um die Reparationsfrage zu lösen, musste man Vertrauen zu Frankreich herstellen. Und man musste auch natürlich sich im Klaren sein, dass mit der Reparationsfrage das Problem der internationalen, der interalliierten Schulden verbunden war. Also Sie sehen, das Ganze hat viele Facetten. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt einen Schritt weiter zurückgeht, hätte also eine Regierung Deutschland 22 hingehen müssen, hätte sagen müssen, so, wir legen die Karten auf den Tisch und entweder wir gehen gemeinsam in eine Katastrophe oder wir versuchen da gemeinsam rauszukommen. Also im Grunde genommen schon vor dem, oder so hätte man versuchen können, dann nach der Ruhr-Invasion versuchen zurückzuschalten und wieder auf eine solche Ebene zu kommen. Aber wenn man jetzt sagt, wir fordern als Bedingung für Verhandlungen, dass die Franzosen abziehen, und die Franzosen sagen natürlich als Gegenmaßnahme, wir werden nicht verhandeln, solange der Widerstand anhält, dann muss man natürlich, schaukelt sich die Sache hoch und es gibt keine Lösung am Ende. Es gibt ja Beispiele,
es gibt ja andere Länder, die auch Hochinflation hatten, also zum Beispiel Österreich oder Ungarn oder die Tschechoslowakei. Und es ist genau der gleiche Mechanismus. Also sie brauchen die Auslandskredite, sie müssen die Reparationsfrage in irgendeiner Frage lösen und sie müssen Vertrauen herstellen. Das ist in die anderen Inflationen sind ja auf diese Art und Weise, auch bei die Deutsche übrigens auch, die Deutsche ist ja dann auch 24 letzten Endes, also als die Währungsstabilisierung beschlossen wurde, Oktober, November 23, war schon die Perspektive da, dass man dann doch mit Hilfe der USA und Großbritannien in einen Prozess eintritt, wo die Reparationsfrage gelöst wird und da dann auch Kredite bekommen kann. Im Grunde genommen wäre dann, wenn dann dieser große Staatsstreich, also nicht der Hitlersche, sondern dieser Segtsche, diese ganz große Diktatur, wenn das gekommen wäre, wäre wahrscheinlich die Währungsstabilisierung gescheitert, weil dann hätte man das Vertrauen international nicht zurückgewinnen können. Also ich versuche nur ganz kurz zu skizzieren, wie kompliziert die Probleme sind. Und ich denke, wenn man nicht in einer relativ frühen Phase sich das klar macht und sozusagen auch auf der internationalen Ebene die Dinge auf den Tisch legt, kommt man durch so eine Krise nicht durch. Ja. Ich fand interessant auch nochmal die Bereitschaft, die erstaunlich breit verbreitete Bereitschaft, die Diktatur als Lösung zu sehen. Also in der Form, Sie haben das eben vorhin schon angesprochen, also diese Notstandsregierung, eine Direktoriumsregierung, die aber auch letztlich das Parlament ausschalten würde. Oder dann eben auf der Rechten den Diktator als den starken Mann, der die Krise löst. Liegt das tatsächlich auch an dieser ungeübten Demokratie oder ist das so ein Reflex, der immer wieder kommt, dass in einer Krise, und ist das dann auch eben ein Link zu 33, dass in einer Krise der Ruf nach dem starken Mann kommt und dann eben die Bereitschaft, demokratische Errungenschaften, die man sich ja erkämpft hatte, also selbst Ebert, der ja mit dabei war, die Revolution zu machen, hat über ein Direktorium nachgedacht, also er hat seine eigenen Erfolge in Frage gestellt. Warum war man da so leichtfertig? Es gibt eben verschiedene Modelle. Der Ebert hätte sich natürlich ein Direktorium vorgestellt, das letzten Endes das demokratische System nicht gesprengt hätte. Es war eine zeitweilige, sagen wir mal, Ausnahmeregierung. Es gab aber, wenn man jetzt Segt sich anschaut, der hätte die Sache vermutlich gesprengt. Er hätte also die anderen Verfassungsorgane ausgehebelt, hätte auch Leute in das Direktorium berufen, die von ihm oder von Stinnes abhängig gewesen wären. Ich denke, dass im Grunde genommen, also es gibt auch in der Sozialdemokratie im Kabinett durchaus Stimmen, die sagen, ja, wir kommen jetzt in die Diktatur, wir brauchen eine Diktatur. Das Problem ist ja gewesen, dass die Weimarer Verfassung das eigentlich vorgezeichnet hatte. Das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten sah das vor. Ich vermute, dass es der Verfassungsgeber, also der maßgebliche Autor der Verfassung, Preuß, wahrscheinlich genau gewusst hat, wie die Schwächen dieser Demokratie aussehen würden und sozusagen ein starkes Staatsoberhaupt eingebaut hat für diesen Fall. Und solange dieses Staatsoberhaupt tatsächlich demokratisch gesinnt war, wie Ebert, hat es noch einigermaßen funktioniert, indem er auch sozusagen in letzter Minute dann den Staatsstreich, der das System gesprengt hätte, abgewehrt hat. Aber was ist jetzt passiert, wenn ein Staatspräsident gewählt wird, der nicht von demokratischen Prinzipien überzeugt ist, der Hindenburg heißt? Ja. Dann sieht die Sache eben ganz anders aus. Also im Grunde ist das Problem, aber natürlich, dass wenn Sie über Diktatur oder demokratische oder diktatorische Lösungen reden, wir eine Situation haben, wo seit 1919 im Parlament die demokratischen Parteien keine Mehrheit hatten. Es gab in der Bevölkerung bereits ein überwiegendes Misstrauen in die Demokratie. Und es ist natürlich sehr schwierig, unter diesen Bedingungen sozusagen sauber, verfassungsmäßig, demokratisch durch eine solche Krise durchzukommen. Sie haben aber im Vorgespräch auch gesagt, dass zum Beispiel Kuno sich nie wirklich explizit zur Demokratie bekannt hat. Hätte das was geändert? Das weiß ich nicht. Also ich vermute, was Sie meinen, ist, dass er, wenn man sich seine Rhetorik ansieht, er nie von der Republik gesprochen hat, die in Gefahr ist, immer vom Vaterland, vom deutschen Volk und so weiter. Und man hat ihn darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, können Sie nicht mal deutlicher machen, dass es hier um demokratische Werte geht, auch gegenüber den Franzosen, dass wir auch eine Demokratie sind und dass wir sozusagen diese Werte hochhalten. Und er hat sich dem entzogen, weil diese Rhetorik wollte man auf der Rechten nicht. Auf der Rechten wollte man diese Begriffe Vaterland, Volk hören. Übrigens bei Ebert war das ganz genauso, der hat sich ebenso ausgedrückt. Und ich
das Problem ist eben, natürlich können Sie jetzt argumentieren, die Demokraten hätten deutlicher und selbstbewusster auftreten müssen, aber sie hatten eben wussten, dass sie im Grunde genommen nicht, mit ihrem Modell nicht mehrheitsfähig waren. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Ja, ja. Sie beschreiben den Hitlerputsch am 9. November dann ja als eine Entladung, aber das ist keine Explosion, sondern eher ein Explosionchen, wenn man so will, weil er eben zu früh losschlägt, weil er die Netzwerke, die möglicherweise möglich gewesen wären, nicht aufbaut und dann eben nur in Bayern einen kleinen Putsch versucht, der dann ja auch noch scheitert. Kann man dann so weit gehen zu sagen, dass er die Republik gerettet hat mit diesem Putsch? Ja, wenn man ironisch sein will, schon. Ja, Sie beschreiben es ja tatsächlich auf eine Weise, ne? Dass es ja damit dann zusammenbricht und dann eben doch klar wird, nee, wir müssen was tun, wir können diesen Putschversuchen nicht weiter Vortrieb leisten. Ja, wenn man sich die Ironie erlaubt, kann man das tatsächlich so sagen. Es ist eben einfach so, dass in der Geschichte eben einfach bestimmte Intentionen in das Gegenteil umschlagen können. Das ist hier ein klares Beispiel. Es kam ja im Grunde genommen, also wenn man sich die, ich habe bei dem Buch sehr ausgiebig die Notizen von K. benutzt, also liegen im bayerischen Hauptstaatsarchiv. Von dem bayerischen Ministerpräsidenten? Nein, von dem Generalstaatsminister. Also ja. Die Bayern hatten bereits ihren Diktator, ja, der sich auch immer, der im Grunde auch schon dabei war, die Verfassung auszuhebeln und wirklich ein richtiger Diktator zu werden. Und ich habe diese Notizen sehr intensiv gelesen. Es ist unglaublich, wer da alles zu Besuch bei dem war, mit wem er verhandelt hat. Es gab auch noch in letzter Minute Emissäre von Stresemann, die noch alles Mögliche anboten, nicht? Und dann gibt es diese Verhandlungen, die sich gegenseitig beäugen, also was macht der Hitler, was macht der Ludendorff, und man hat dann noch sondiert und noch miteinander geredet, aber man sieht dann, dass auf der nationalsozialistischen Seite sieht man, dass ja, die wollen im Grunde genommen diesen Staatszeug nicht, die gehen uns von der Fahne, und dann war die NSDAP so weit, so hochgradig mobilisiert, dass sie eigentlich gar nicht mehr anders konnte, als einen Putsch auszulösen, weil der Hitler sonst als Versager dagestanden hätte. Ohne im Übrigen bei diesem Putsch, und das ist ja einer der Gründe für das Scheitern, ohne zum Beispiel irgendwie verlässliche Kontakte außerhalb Bayerns zu haben, auch ohne die eigenen Anhänger aus Norddeutschland zu mobilisieren und nach Bayern zu holen. Alles das ist nicht passiert, und insofern ist dieses Unternehmen dann ja zusammengebrochen. Ja, ja. Aber man darf eben nicht, also es heißt ja dann im Englischen der Beer Hall Putsch, man darf eben nicht übersehen, dass es eine Vorgeschichte gibt, die eben zwei Monate zurückreicht, mindestens zwei Monate, und wo also ständig über solche und ähnliche Putsche oder Staatsstreichpläne gesprochen wurde, bis hin in die höchsten Regierungskreise hinein, und diese unterschiedlichen Modelle durchgespielt wurden. Insofern ist das nicht also einfach nur sozusagen eine absurde Geschichte, sondern das ist tatsächlich also sozusagen die Schwundmenge einer ganz großen und übergreifenden und vielgestaltigen Putsch- und Staatsstreichplanung gewesen. Ja, aber Sie beschreiben es schon so, als nicht die Republik hat sich durchgesetzt, sondern die Republik wurde mehr oder weniger durch Zufall gerettet, und dann hat man die Kurve quasi noch gekriegt zu der Währungsreform und eben zu den zu der Neuordnung der Reparationen, sodass es quasi noch mal 10 Jahre weitergehen konnte. Ja, es kann eben in einer solchen Krisensituation passieren, dass diese sehr unterschiedlichen Krisenfaktoren, dass die sich sozusagen gegenseitig im Wege stehen und nicht das große Crescendo am Schluss entsteht, sondern dass die Sache einfach in sich zusammenfällt. Das können Sie auch für andere damals noch nicht gelöste Probleme, also etwa die Separatisten im Rheinland, die sind dann irgendwann verschwunden. Ja? Kann man eben sehen, dass eine solche Krise, man sollte jetzt nicht die große Hoffnung darauf setzen, aber sie kann eben auch sozusagen als zunächst mal wieder verschwinden, ohne aber, dass die strukturellen Probleme dahinter gelöst werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Also das ist ja der Punkt gewesen, die Akteure glaubten nun, sie seien gerettet. Ja, die Republikaner, 24, das ist alles beginnt die gute Zeit, aber das war ja nicht der Fall. Alle diese Probleme, die 23 aufgebrochen sind, diese strukturellen Probleme, waren noch existent, bis hin zu dem Verhältnis von Bayern-Reich und so weiter und so weiter. Und in der nächsten Krise mussten sie dann unweigerlich wieder aufbrechen. Aber ist das nicht sehr ein Blick von heute, der letztlich der Weimarer Republik als Republik von Anfang an keine Chance lässt, wenn man da auch dann wirklich diese 23-33-Kontinuität, sagen Sie, und letztlich doch deutlich macht, die Netzwerke sind weitergelaufen, die Probleme sind weitergelaufen. Hätte die Republik eine reelle Chance gehabt überhaupt, aus der Sicht?
ja, das ist schwierig, sehr schwierige Frage. Also ich, Sie sehen ja, ich komme hier, ich argumentiere hier auf zwei, vielleicht auch widersprüchliche Art und Weise. Nicht? Ich meine, auf der einen Seite haben wir eine Demokratie ohne eine strukturelle Mehrheit und dann haben wir Akteure, die vielleicht noch unausgeschöpfte Handlungspotenziale hatten. Das Grundproblem ist gewesen, dass man in einer solchen Krise versuchen muss, sich abzugrenzen, nämlich gegen die abzugrenzen, die sozusagen die Krise benutzen, um das System zu sprengen. Und das hätte man ja nach der Stabilisierung 24 sehr viel entschiedener beibehalten können. Also man hätte einfach sozusagen auch bei den Rechtsextremen den Stecker rausziehen können. Man hatte dann wieder eine Phase, wo man relativ Stecker rausziehen, meine ich jetzt, mit Verboten und mit repressiven Maßnahmen vorgehen können. Also man hatte ja von 24 an Luft gehabt, um sozusagen das System wirklich stärker zu machen. Mhm. Dazu gehört auch zum Beispiel diese ganze Frage der Aufwertung. Hier ging es einfach darum, der Staat war seine Schulden losgeworden in der Inflation und hätte um die betrogenen Inflationsgeschädigten jetzt zu entschädigen, hätte tief in die Tasche greifen müssen, also den mindestens einen Wumms hinlegen müssen. Und das fehlte eben einfach auch der politische Weitblick und die politische Bereitschaft zu sehen, dass diese Probleme eben einfach nicht nach wie vor da waren. Also ich denke schon, dass man, wie gesagt, ich rede jetzt mit dem Vorteil des Nachlebenden, aber es hätte dann in der Zeit von 24 bis 29 ja eine Phase gegeben, wo man sehr viel mehr zur Stärkung der Demokratie hätte tun können. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an die rechten Wehrverbände, die nach wie vor existierten und die sich nach wie vor auch auf eine militärische Rolle wieder vorbereitet in einer Krise. Hier hätte man also zum Beispiel auflösen, entwaffnen können und Ähnliches. Ob die Republik dann daran gescheitert wäre, dann in einem Bürgerkrieg 27, das vermag ich nicht zu sagen, aber ich denke, man hätte es aus dem Nachhinein versuchen müssen. Ja, das ist ja auch eine der Lehren, die man dann aus 23 ziehen kann, also einen stärkeren Schutz der Demokratie und eine eindeutigere Abgrenzung gegenüber den Feinden der Demokratie, ja. Oder? Ja. Welche Lehren gibt es noch? Das wäre zunächst mal ein ganz wichtiger Punkt. Umgekehrt hieß das natürlich, dass man versuchen müsste, in der Mitte eben zu sammeln. Ja? Also das heißt, dass man sozusagen sich nicht spalten lässt von diesen Gegnern, sondern dass man versucht, eben aktiv in der Mitte etwas zu unternehmen. Das wäre eine ganz wesentliche Lehre. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie gerade geschrieben oder gesagt, dass nach 23 die Weimarer damals eigentlich nicht so richtig aus der Krise gelernt haben. Haben wir denn heute aus der Krise gelernt oder aus den Krisen, da waren ja dann noch ein paar, also sind wir besser gerüstet, um Eskalationen von Krisen zu begegnen, als die Politiker und Menschen damals waren? Naja, also jetzt mit dem Wissen des Nachlebenden würde man sagen, dass es unbedingt darauf ankommt, Krisen sozusagen in ihrer Entstehung zu sehen und vorzubeugen. Also dazu gehört zum Beispiel, wenn ich sage jetzt mal ein ganz willkürliches Beispiel, wenn ich mich in eine Energieabhängigkeit von einem anderen Land begebe und 50% meiner Gasressourcen von da beziehe, und gleichzeitig aber zu erkennen, also einfach mal die militärische Abwehr vernachlässige und zu erkennen gebe, dass ich eigentlich nicht wirklich bereit bin, mich ernsthaft zu verteidigen, dann gehe ich im Grunde genommen sehenden Auges in eine, zumal die angesprochene Großmacht ja schon seit 2014 sozusagen gezeigt hat, wozu sie fähig ist, dann gehe ich sehenden Auges in eine solche Krise hinein. Und es fragt sich natürlich, wo waren wir eigentlich zwischen 2014 und dem letzten Februar, um diese Dinge zu verhindern? Es gab auch keine Debatte. Man hat also internationale, Trump hat uns das vorgeworfen, das hat man als lächerlich dargestellt. Also im Grunde genommen, man kann auch hier wieder sehen, dass man eigentlich natürlich versuchen müsste, diese möglichen Krisenherde im Griff zu haben. Wir sehen das, es gibt ja auch andere Krisenherde bei uns, wir sehen, dass es gibt ein seit über Jahre langsam und stetig anwachsendes rechtsextremes Potenzial in Deutschland. Ja? Und wenn man solche Dinge nicht im Vornherein sozusagen ernst nimmt,
Das ist jetzt entspricht jetzt der Historiker, der sozusagen immer aus der Sicht des, der sozusagen immer der Klügere sein kann. Aber wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann gerät man in die Situation, man eben tatsächlich wieder in eine schwere Krise kommen könnte, wo man dann sozusagen dieses Tag für Tag durchsteuern muss. Und das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ja. Hat Sie bei der Beschäftigung mit 23 jetzt irgendwas besonders überrascht, wo Sie wirklich dachten, da habe ich nochmal einen komplett neuen Blick auf das Jahr oder auf die Zeit bekommen? Also ich habe da schon ein paar Dinge gefunden, die für die Spezialisten vielleicht interessant sind, so einige Treffen und einige Dinge, die für den Hintergrund interessant wären, also diese Kontinuität, dieser Putsch- und Staatsstreichpläne. Dann fand ich sehr interessant, was ich vorher auch nicht so kannte, so eine Inflationsgesellschaft, was da alles passiert, wer gehört zu den Gewinnern, wer gehört zu den Verlierern. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es in der Zeit, das ist nur ein winziges Detail, Verlage Prachtausgaben herausgegeben haben, weil sie sich gesagt haben, ja, das ist eine Wertanlage. Also das bringen wir auf den Markt, damit die Leute sozusagen das sich in ihre Bücherregale stellen und das sozusagen nicht nur gut aussieht, sondern eben eine bleibende Wertanlage ist. Oder zum Beispiel, das hatte ich früher auch immer geglaubt, dass man gut dran ist, wenn man Immobilien besitzt in einer Inflation. Ja, wenn die Mieter die nominelle Miete zahlen, also nichts zahlen, dann ist man auch ziemlich, hat man zwar das Haus gerettet, aber man kann das nicht unterhalten unter Umständen. Also so gibt es eine ganze Reihe von so Verzweigungen. Oder mich hat diese Geschichte beeindruckt von einem Menschen, der in Dresden sich einen Urlaub geleistet hat, in dem dortigen Badeviertel, wie heißt das, Hirsch, bitte? Weißer Hirsch, ich hatte goldene Hirsch, aber es ist natürlich weißer Hirsch. So, der hatte jetzt $14 und konnte mit einem Dollar sozusagen den Tag da bestreiten. Er musste nur jeden Tag in die Stadt fahren und neu eintauschen, weil er ja natürlich kein Geld von einem Tag auf den anderen horten musste. Und das sind so solche Situationen, das war für mich also neu, wie sozusagen die Inflation das Leben bis ins kleinste Detail dann bestimmt. Und das war mir vorher nicht so klar gewesen.